Scheiße. Die Sorgen gemacht. Er hat bereits einen Dachschaden. Sag sowas nicht. Na schön. Finde raus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Symbol. Ich habe es schon mal gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht in Mams Buch? Sie sehen definitiv vertraut aus. Dieses bedeutet Schutz. Kein Vertrag! Warte, Vertrag? Sie weiß es noch, sie weiß es noch! Okay. Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. Nun, wir jetzt mal noch ein bisschen anderes Spielzeug sammeln. Guck mal. Halten uns hier doch nur, oder? Es ist mehr als das. Du glaubst, wir sind unsichtbar, aber die Leute sehen sowas. Nur wenn sie durchs Fenster in deinem... Ich war lange Zeit Inspektor für die Abteilung Psychiatrische Gesundheit im Ministerium. In dieser Zeit habe ich viele Einrichtungen und viele fürchterliche Dinge gesehen. Aber nichts kommt an die grausigen Ereignisse heran, deren Zeuge ich im Fairhaven-Sanatorium wurde. Ich reiste das erste Mal 1926 dorthin, um Behauptungen zu Überfüllung und Vernachlässigung zu untersuchen. Jedoch war Fairhavens Ruf schon vorher angeschlagen. In 1911 öffnete Fairhaven seine Tore zum ersten Mal. Ein berüchtigter, gewalttätiger Krimineller namens Jack Yates war der erste Patient. Er sollte das strahlende Beispiel der Kompetenz des Krankenhauses werden, die psychisch Gestörten zu heilen. Als jedoch die Familie des Leiters zu Besuch war, befreite Yates sich aus seiner Fixierung und tötete die Ehefrau des Mannes. Jahrelang wusste niemand, was mit dem Leiter oder Yates passiert war. Bis zu meinem Besuch. Als ich in der Anstalt ankam, begrüßte mich Leiter Wallace Halstead an der Tür. Vielleicht lag es an dem Trauma von vor ein paar Jahren, aber er schien so leer und ungepflegt wie seine Patienten. Als ich meine Bewertung vornahm, konnte ich nicht umhin, als zu bemerken, wie nervös er wurde, als ich an einer kleinen Besenkammer vorbeikam. Natürlich hielt ich es für nötig, herauszufinden, warum. Entgegen Dr. Halsteads Protesten öffnete ich die Tür und wurde von dem Gestank menschlicher Exkremente überwältigt. Als das Licht über uns anging, war ich anhand dessen, was ich sah, entsetzt. Ein ausgedörrter Mann
lag in Ketten und völlig verdreckt am Boden. Viele Jahre der Dunkelheit hatten seine Haut, Haare und Augen milchig weiß werden lassen, als wäre er ein Geist. Er war so lange angekettet gewesen, dass seine Haut über die Ketten wuchs. Es brauchte einen Moment, bis ich in dieser Hülle eines Mannes Jack Yates erkannte. Die Polizei kam an und Dr. Halstead wurde fortgeschafft. Die Ärzte bewegten Yates das erste Mal seit 15 Jahren. Der Boden unter ihm war für immer mit einem Fleck in Form seiner Silhouette gekennzeichnet. Sie versuchten, die Fesseln unter seiner Haut zu entfernen, aber der Schock war zu viel für ihn. Er starb am nächsten Tag. Ich sah zu, wie sie sein kleines Gefängnis zumauerten, versuchten, so zu tun, als sei es nie geschehen. Der geisterhafte Mann mag ein richtiger Geist geworden sein, denn die Angestellten der Anstalt behaupten immer noch, sein gequältes Jammern durch die Wände zu hören. Mäuse huschen unter der Tür durch, in kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich habe genug Zeit zum Üben.